guten Tag. Sie kenne ich aber schon, oder? Ich bin mir zu 98, 99, ich würde fast sagen 100% sicher, dass ich Ihr Gesicht und Ihre Stimme schon mal gehört habe, beziehungsweise Ihr Gesicht schon mal gesehen habe. Wir haben schon mal miteinander gesprochen. Ich wusste es doch, also ich erkenne nicht alle Leute, gebe ich zu, aber so ein paar ausgewählte Leute, die erkenne ich dann doch und sie gehören da definitiv zu. Das Gesicht ist auch einfach markant, das meine ich auch bitte überhaupt nicht irgendwie böse. Okay, sehr gut. Wie geht's Ihnen momentan? Was macht das Leben? Okay. Bei mir ist viel los, natürlich, ja, auf der Arbeit, aber ich möchte Sie ja nicht mit meinem Privatleben nerven. Sie haben ja sich heute hier dafür entschieden, uns zu kontaktieren. Gibt es ein Problem mit Ihrem Account oder benötigen Sie irgendwelche weitere Hilfestellung? Oder möchten Sie vielleicht nochmal ein paar Film- und Serientipps haben? Ich habe mir das schon fast gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir das schon fast gedacht, aber dafür sind wir ja schließlich auch da. Wir versuchen zu helfen, wo wir nur können. Und das sehr gerne sogar. Okay, dann lassen Sie mich doch einfach mal kurz alles öffnen. Zack, zack. Okay, da haben wir es. Es könnten natürlich, und da muss ich jetzt vorwarnen, Doppelungen dabei sein. Das bedeutet, dass man eventuell schon mal etwas hat vorgeschlagen bekommen. Und das kommt einfach nochmal, okay? Okay, gut. Fangen wir an. Fangen wir an. Mit einem Netflix-Film von 2018. Und der Film heißt Le Jeu. Nichts zu verbergen. Und das ist ein Film, den gibt es mittlerweile in diversen Variationen, in diversen Sprachen, weil der im Ursprung ein Riesenerfolg war. Le Jeu, nichts zu verbergen. Kann man, glaube ich, auch dann schon raushören, ist ein französischer Film, der dann, wie gesagt, unter anderem noch ein deutsches Remake hat, aber auch in ganz verschiedenen anderen Sprachen. Es ist relativ einfach. Es geht um ein paar befreundete Paare und eine Person, die alleine kommt zu einer Dinnerparty. Man trifft sich in gemeinsamem Beisammensein, möchte man ein wenig quatschen, was spielen und dann gibt es auch noch eine Mondfinsternis. Und im Rahmen dieses Abends kommt man auf eine erstmal harmlos klingende Idee, die dann aber fatale Folgen haben könnte und wird. Und zwar ist jeder bereit, an einem großen Tisch sein Handy, was er hat, ich habe eine Lampe an, das ist ja beruhigend, offen hinzulegen und einfach dort liegen zu lassen, sodass jeder, jede Privatnachricht, jeden Anruf und alles mitbekommt. Das hat zur Folge, dass nichts mehr geheim ist und dass es selbst in einer Partnerschaft, ja sogar in der größten Bindung einer Ehe, nicht immer die beste Option und die beste Idee ist, das wird in Le Jeu nichts zu verbergen verdeutlicht. Und dort gibt es dann die ein oder andere Wendung und ich verspreche Ihnen, am Ende werden
werden sie verwirrt sein. Le Jeu geht 1 Stunde und 33 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben. Von 2018, wie gesagt, gibt es auch noch in einer deutschen Variante. Da ist das Gleiche im Prinzip zu sehen. Dort haben wir dann ein paar andere Schauspieler, während man wahrscheinlich insbesondere bei dem Französischen doch ein paar mehr Probleme hat, weil man die vielleicht nicht kennt. Gibt es in der deutschen Variante die ganz übliche Besetzung. Wir haben unter anderem ein Max von der Groben, wir haben ein Ilias Mbarek, wir haben ein Frederik Lau, wir haben eine Jessica Schwarz, wir haben eine Caroline Herfurth und wie sie nicht alle so heißen. Das sind, ich würde mal behaupten, die typischen deutschen Schauspielerinnen und Schauspieler, die in gefühlt jedem zweiten Film dann auch so drin sind. Und das ist ein fantastischer Film. Ich persönlich finde aber den französischen Film besser. Sollte man sich also vielleicht dann überlegen. Kommen wir zu einem weiteren Film, okay? Und dieser Film, den ich jetzt gerne vorstellen möchte, oh, wow, der ist fantastisch. Der ist wirklich fantastisch. Und zwar handelt es sich hierbei um das Gesetz der Rache. Ja, das Gesetz der Rache. Das Gesetz, dass alles, was man tut oder was einem geschieht, eine Konsequenz zur Folge hat. Und genau das beschreibt dieser Film meiner Meinung nach perfekt. Während ich das Ganze hier einfach mal öffne. Das Gesetz der Rache ist relativ leicht erklärt. Wir haben einen, ich würde mal behaupten, gut bürgerlichen Familienvater, der eine Frau hat, ein Kind hat und der ein einfaches Leben lebt. Soweit so unspektakulär. Ja, nur leider wird er aus diesem Leben, diesem entspannten, schönen Leben, relativ stark, drastisch und hart rausgerissen, indem seine Frau und sein Kind von uns gehen. Und Jared Butler, der das Ganze hier spielt, der will das Ganze nicht so auf sich sitzen lassen, sondern will Rache. Rache an allen, die beteiligt sind. Rache an einem System. An einem System, was einen Mörder ungeschoren davonkommen lässt. Einem Mörder, der frei rumlaufen darf. Zumindest für eine gewisse Zeit. Und natürlich haben wir hier absolute Starbesetzung. Ein Gerard Butler, ein Jamie Foxx, eine Leslie Bibb. Wir haben eine Viola Davis. Wir haben eine Regina Hall. Und viele, viele weitere fantastische Schauspieler. Ein Michael Kelly ist da noch kurz zu sehen, den man unter anderem natürlich von House of Cards kennen wird. Genial. Genialer Film. Ich glaube, einer doch schon der besten Filme, die ich gefühlt in meinem Leben je gesehen habe, von 2009. Und ich würde ihn nur jedes Mal wieder empfehlen. Das Gesetz der Rache ist ein absolut phänomenaler Film. Und er zeigt, was bei Leuten im Kopf passieren kann, wenn Dinge geschehen, die so in der Form nicht geschehen sollten, beziehungsweise die man für Unrecht hält. Und Gesetz der Rache ist natürlich, wie gesagt, schon ein älterer Film. Darauf muss man sich durchaus bewusst machen. Sieht immer noch fantastisch aus. Also daran soll es dann am Ende nicht liegen. Aber ja, also Gesetz der Rache wirklich war nur zu empfehlen. Unbedingt schauen, wenn man den noch nicht kennt. Okay, wir machen weiter. Ich habe ganz viele Filme, aber ich möchte auch mal eine kleine Serie vielleicht hinweisen. Und das ist eine Serie
mit 8 Staffeln. Die ist schon älter, von 2002. Und zwar handelt es sich hierbei um den Namensgeber auch der Serie. Es handelt sich um Monk. Monk, eine Person, die eine Erscheinung zwischen Genie und Wahnsinn hat. Es handelt sich hierbei um eine Comedy-Krimiserie, in der ein Privatdetektiv engagiert wird, der in San Francisco lebt und der vielleicht ein kleines bisschen neurotisch ist, so kann man es, glaube ich, ganz gut ausdrücken. Also, der hat schon ein bisschen ein an der Klatsche, wenn man mal ganz ehrlich ist. Tony Shalhoub, ich weiß leider überhaupt nicht, wie man den Mann ausspricht, der hier in der Hauptrolle spielt als Monk, als Adrian Monk, haben wir natürlich darunter auch noch Trailer, Howard und viele weitere, die relevant sind in der Serie. Insbesondere hinterher eben eine Trailer Howard als Natalie ist da super zu nennen, die auch einfach fantastisch spielt, muss man so sagen, an der Seite von Monk. Und so erleben wir in Monks Leben eben die verschiedensten Fälle, bei denen er als Privatdetektiv zugegen ist und arbeitet. Und wow, kann ein Mensch verrückt sein und ganz verschiedene Probleme haben. Alles muss gerade sein, alles muss sauber sein, alles muss piekfein passen, alles muss tippitoppi sein. Das ist Monk. Monk, der aber gleichzeitig so genial ist, dass er jeden Fall lösen kann, wenn er sein geniales Gehirn auch mal etwas anstrengt. Und genau das tut er. Und genau damit kann er viele Fälle am Ende, die schon als unlösbar galten, auflösen. Ich weiß nicht, haben Sie schon mal Monk gesehen? Vielleicht eine Folge, weil es gibt 8 Staffeln. Und deswegen, okay, hätte ja kein Problem, aber es hätte ja sein können, ne? Das wäre durchaus möglich gewesen. Ist aber nicht schlimm, man kann da erfreulicherweise sehr, sehr gut und entspannt auch immer reinsteigen und hat gar keine Probleme, da irgendwie das Ganze vielleicht nicht zu verstehen. Also das ist relativ simpel. Okay. Gut, ich habe schon einiges jetzt erzählt. Vielleicht machen wir noch einen Film. Einen noch. Und das ist ein Film von 2022. Das ist ein Gruselfilm. Und der nennt sich eigentlich erstmal relativ freundlich Smile. Klingt doch nett, oder? Klingt doch im ersten Moment sehr nett. Soll sich herausstellen, ist es aber nicht. Ist es einfach nicht. Denn Smile ist ein Horror-Thriller. Ein Film, der potenziell schon gruselig ist, definitiv. Ich muss dazu sagen, der hat sehr gemischte Kritiken. Manche fanden den fantastisch und finden den total gut. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute, die sagen ganz klar, nee, das ist ja kompletter Schwachsinn für Leute des Horror-Film-Genre-Fantums. Was ein Wort. Könnte aber durchaus interessant sein, dass man ihn einfach mal gesehen hat. Ich beschreibe das Ganze einfach mal hier mit dem klappenden Text. Das Leben einer Psychiaterin gerät aus den Fugen, als eine verstörende Begegnung mit einer Patientin eine böse Macht offenbart, die sich durch ein schreckliches Lächeln zieht. Denn dieser Film hat eben genau das, was man dort schon bereits im Namen erwartet. Ein Lächeln. Und wenn man ein Lächeln sieht bei einer Person, das durchaus auch gespenstisch, falsch, komisch, verwirrend, gruselig wirkt, dann weiß man,
hier ist etwas falsch und hier läuft etwas nicht so, wie es potenziell sein sollte. Okay, gut. Ich möchte noch eine Serie nochmal erwähnen. Das mache ich aber auch nur, weil ich sehe, dass Sie die anscheinend noch nicht unbedingt gesehen haben. Das ist eine ältere Serie. Eine Serie, die ich wahrscheinlich schon mal erwähnt habe, aber nochmal erwähnen muss. Und zwar ist das ganz eindeutig die Serie Suits, Anzüge. Die handelt von einer Anwaltskanzlei und diese heißt Pearson Hartman. Dort ist der Top oder einer der Top-Anwälte Harvey Specter und der wird befördert und darf sich einen Assistenten suchen und sucht sich dafür verschiedene Leute aus. Alle müssen jedoch Harvard studiert haben oder an der Harvard-Universität studiert haben. Nun gut, und dann gibt es auf der anderen Seite noch den klugen, überaus klugen Mike Ross. Mike Ross ist in seinem Leben, man kann glaube ich sagen, schon ganz böse mitgespielt worden, weswegen sein Leben anders verlaufen ist, als es ursprünglich hätte sein können. Und durch ganz viele Zufälle kreuzen sich diese beiden doch sehr unterschiedlichen Leben. Und aus noch größeren Zufällen soll Mike Ross als Anwalt arbeiten, ohne jemals überhaupt nicht nur an der Harvard-Universität studiert zu haben, sondern nicht mal Jura studiert zu haben. Und dass das zwar Möglichkeiten bietet, weil es sich um eine kluge Person handelt, ist klar. Aber dass das auch potenziell ganz schön in die Hose gehen kann, wenn das Ganze rauskommt und das Ganze dann nicht nur für Mike Ross und Harvey Specter schwierig werden könnte, das ist jedem, glaube ich, von Anfang an bewusst. Gleichzeitig sollen sich aber auch neue Beziehungen freundschaftlich, partnerischer Natur bilden, die das Ganze nochmal verkomplizieren, denn einmal gefangen ist es gar nicht mehr so leicht, aus dem ganzen Gewebe von Lügen, Betrügen und diversen Strukturen, die dort sich über die Monate, Tage, Stunden gebildet haben, nochmal zu entkommen. Und was die beiden und natürlich alle anderen Charaktere dabei erleben, sieht man in ganz schön vielen Episoden. Es sind insgesamt nämlich 9 Staffeln, wobei sich der Cast im Laufe der Zeit etwas verändert. Die Hauptdarstellerinnen sind natürlich Gabriel Macht als Harvey Specter. Wir haben dann eine Meghan Markle. Ja, die Meghan Markle. Wir haben eine Sarah Rafferty, die als Donna spielt und Rafferty heißt sie, glaube ich. Okay, ein Rick Hoffman als Louis Litt, Louis. Gina Torres als Jessica Pearson. Wir haben einen Patrick J. Adams als Michael James Ross, Mike Ross hoffentlich, meistens nur genannt. Und viele weitere. Suits ist eine absolut gigantonomische Serie. Wirklich einer, wenn nicht meine absolute Lieblingsserie. Ich kann sie nur empfehlen, jedes Mal wieder unbedingt reinschauen. Fantastische Serie, nur zu empfehlen. Das soll es aber jetzt für heute gewesen sein. Das sollen meine Empfehlungen gewesen sein. Ich hoffe sehr, für dich ist etwas dabei. Wenn ja, berichte mir doch gerne mal im Nachhinein. Und habe ich dich gerade geduzt? Für sie ist etwas im Nachhinein dabei. Du heiliger Gott, Entschuldigung. Tut mir leid, ich hoffe, das kommt nicht komisch. Okay, dann wünsche ich ganz viel Spaß und vielleicht hören wir uns ja nochmal. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.